Tut mir leid, dass ich bei unserem Picknick die Zeit vergessen habe. Eigentlich wollte ich nicht, dass wir im Dunkeln noch hier draußen sind. Aber ihr müsst euch wirklich vor nichts fürchten. Der Wald ist ja nachts immer noch derselbe Wald wie am Tag. Nur etwas dunkler. Trotzdem sollten wir schnell nach Hause zurückgehen. Macht euch keine Sorgen. Es gibt keinen Grund. Wenn sie deinen Streich lustig fände. Manche Ponys finden sowas witzig, andere nicht. Und Fluttershy zu erschrecken ist einfach fies. Wie bitte? Fies? Ein Streich ist nicht sehr gut, wenn nur ein Pony darüber lacht. Aber was, wenn es wirklich, 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 wirklich lustig ist? Und ich kann echt lustig sein. Natürlich kannst du das. Aber dein Humor muss auch zu dem Humor des Ponys passen, das du reinlegst. Und nur dann... Gut, Rainbow. Das musst du zugeben. Das war echt lustig. Nicht wirklich. Ja, ein Furzkissen ist wie eine Witz-Kurzversion. Was? Jetzt ehrlich, Rainbow Dash. Wenn du dir nicht mal die Mühe gibst, einem Pony einen Streich zu spielen, über den alle lachen können, dann kannst du dir diesen Streich auch ganz sparen. Na schön, wenn ihr Ponys das wollt, dann werde ich mir eben noch mehr Mühe geben. Hat sie verstanden, was wir damit meinen? Klar freust du dich auf den Fohlenpfadfinder-Keksverkauf. Aber ich überarbeite noch schnell ein paar Dinge an deiner Uniform. Gar nicht schlecht. Wie du es gewollt hast. Was soll das heißen? Ich nehme an, es ist Dashs Vorstellung von einem Streich. Wahrscheinlich stellt sie mir eine Falle. Ich soll nicht zu leicht an deine Uniform herankommen. Und wie bekommen wir sie runter? Gar nicht. Wenn Dash denkt, ich würde auf ihren Streich reinfallen, vertut sie sich gewaltig. Es gibt noch andere Uniformen, da wo diese herkommt. Der Nähmaschinenkuchen ist noch besser als der Kuchenkuchen. Rainbow Dash! Reingelegt! Na, der war doch echt gelungen. Was soll das denn, Applejack? Ich dachte, du hilfst mir beim Fohlenpfadfinder-Keksverkauf. Ja, tut mir echt leid. Aber Rainbow Dash spielt uns allen Streiche und man kann nie vorsichtig genug sein. Meinst du echt, Rainbow Dash würde versuchen, dich im Schlaf reinzulegen? Nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Bis morgen, Zuckerstückchen. Das besser? Reingelegt!